Herzlich willkommen bei dieser neuen Serie über FileMaker Pro, die Datenbanklösung, die auf Mac und Windows und anderen Plattformen zur Verfügung steht. Und in dieser aktuellen Ausgabe von Come to Publish ist der Fokus auf die ganz brandheiße und neue Version FileMaker Pro 14. Diese nämlich erschien gerade letzte Woche und es lohnt sich, einen Blick auf die Neuerungen zu werfen. Hier also geht es zur neuen Software, FileMaker Pro 14. Das ist jetzt das neue Icon der neuen Version 14. Es ist jetzt hier FileMaker Pro 14 Advanced, das ist die Entwicklerversion. Es gibt ja auch eine normale FileMaker Pro 14 Version für den Anwender, aber mit dieser Version hat der Entwickler einige Möglichkeiten mehr. Und ergänzend natürlich gibt es ja diese FileMaker Pro Version für Windows, es gibt ja auch den FileMaker Server sowohl für Mac wie für Windows, es gibt den iOS App und es gibt jetzt auch die WebDirect-Technologie, die auch auf Android laufen soll. Also FileMaker Pro 14 präsentiert sich als Plattform, womit sich Lösungen erstellen lassen, die auf alle möglichen Hardware-Umgebungen laufen, im Internet laufen. Und FileMaker Pro ist dadurch ein extrem schnelles Entwicklungstool für Lösungen, die vielseitig genutzt werden wollen. FileMaker Pro 14 starten wir einfach mit Doppelklick und wir schauen uns ganz wenige Punkte an. Das erste, was wir sehen, ist ein Fenster, ein Startfenster, ein Launch Center. Ich habe hier eine englische Version von FileMaker, die ich verwende. Ich arbeite ausschließlich auf Englisch, aber es gibt sie natürlich auch auf Deutsch, Französisch, Italienisch und man kann die Sprachen auch umschalten. Viele Entwickler arbeiten auf Englisch. Es ist keine Pflicht, aber es ist so eine Usanz, das zu machen. Es gibt jetzt hier auf diesem ersten Fenster zwei Teile. Es gibt den Teil mit den aktuellen Lösungen, die man verwendet hat, die Favoriten oder einfach die letztverwendete Lösung. Es gibt auch die Hosts, also die serverbasierte Dateien. Die sind ja nicht hier auf meinem Computer, sondern liegen auf dem FileMaker Server. Ich kann darauf direkt zugreifen. Starten wir jetzt eine Datei aus FileMaker 14. Das hier ist ein Event Management Programm, eine Datei, die speziell für diese Aufgaben entworfen wurde von FileMaker, eine Starterlösung, ganz einfach. Wir sehen hier bereits ein paar Dinge, die sich geändert haben. Ganz oben sehen wir ganz neue Icons, also FileMaker hat sich jetzt diesem einfachen, flachen, schlanken Stil von den iOS-Geräten angeeignet. Das ist ja auch logisch, FileMaker ist ja eine Apple-Tochter und es ist logisch, dass sich diese Optik auch durchzieht. Aber viel wichtiger ist ein erster Punkt, was auffällt, und das ist, dass in den Feldern jetzt die Titel der Felder, also die Feldnamen, angegeben werden. Hier lassen sich Platzhalter definieren, das ist neu in FileMaker 14. Direkt auf das Feld lässt sich ein Platzhalter definieren, sodass keine weiteren Textlabels mehr nötig sind. Keine Etiketten mehr für die Felder, die links oder oberhalb von den Feldern platziert werden müssen oder mit aufwendiger Programmierung im Hintergrund eingespielt werden müssen. Das vereinfacht natürlich vor allem die Gestaltung von Feldern für iOS-Applikationen, die nämlich haben nicht so viel Platz zur Verfügung. Die Bildschirme der Mobiltelefone sind kleiner, iPads können genutzt werden und es hilft natürlich, wenn man das direkt hier anzeigen kann. Dasselbe gilt natürlich auch für webbasierte Lösungen, die sind viel einfacher und schneller zu erstellen. Diese und weitere Neuerungen zeigen wir in den folgenden Videos. Ich hoffe, Sie schauen einfach mal rein.